Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat durch Shawahid diese Überlieferung als authentisch klassifiziert. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wir haben das Geld nur herabgesandt, damit das Gebet verrichtet wird und die Zakat gegeben wird. Allahu Akbar. Das bedeutet mit anderen Worten, wir haben das Geld herabgesandt für Gehorsamkeiten, ja. Für Gehorsamkeiten, was dir nützt. Und nicht indem du es, wal'iyadu billah, für Haram ausgibst. Dass du dein Geld verschwendest für Dinge, die du eigentlich gar nicht brauchst, aber du kaufst sie nur, um dich vor den Leuten zu zeigen. Dafür hat Allah das Geld nicht herabgesandt, sondern vielmehr, um das Gebet zu verrichten. Und die Zakat zu entrichten. Und dann sagte er weiter, alayhi salatu wassalam, wenn der Sohn Adams ein ganzes Tal voller Gold hätte, würde er sich wünschen, ein zweites Tal voller Gold zu haben. Wenn er das zweite Goldtal besitzt, dann wird er sich wünschen, ein drittes Goldtal zu bekommen. Allahu Akbar. Er wird nicht satt. Aber jetzt kommt der Hadith zu Ende. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, und der Bauch, bedeutet die Gier von Ibn Adam, von dem Sohn, wird nur gestillt durch den Sand, durch die Erde. Wenn er begraben wird, dann hört seine Gier auf, weil er nicht mehr lebt. Ansonsten, solange er lebt, wird er gierig bleiben. Möge Allah uns nur mit dem Geld Nützliches anfangen lassen.